Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in unserer Hauptstadt unterwegs und hatten ja hier dieses neu eröffnete Wohngebiet hier. Ja, wisst ihr, versucht mal da das zu bearbeiten. Allerdings ist es so, dass es hierfür keine Lösung gibt für dieses Problem, dass die Gebäude immer wieder verlassen werden. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit im Zensusgebäude, das zeige ich euch auch mal, festgestellt, dass wir sehr viele neue Jobs brauchen, ne? Wenn wir uns das mal angucken hier. Wir haben hier Bewohner 2,1 Millionen zu 1,9 Millionen Jobs. Und ich denke mal, das Sinnloseste, ja, genau, das Sinnvollste hier für dieses Gebiet ist einfach, das zu einem Gewerbegebiet zu machen hier komplett. Also, ich meine, damit wir hier neue Jobs tatsächlich bekommen. Und ja, würde ich vorschlagen. Ihr seht es, die bauen schon, ne? Ihr seht es, die bauen schon komplett die Jobs auf hier. Und genau, dass wir dadurch dann quasi. Ja, ihr seht's. Haha. Jobs sind hier tatsächlich besser von Vorteil als irgendwelche Wohnungen, die da ständig verlassen werden. Ne, von daher, ja. Weil ihr seht, wir haben ja stabile Nachfrage. Ne, daran soll es hier nicht liegen. Und wir haben allerdings, ja, können dann halt die Schulen hier abreißen, ne? Weil die nicht gebraucht werden, weil wir Gewerbe anbauen, ganz genau. Und da würde ich vorschlagen, jawohl, machen wir das einfach. So, Freunde. Haben wir selber auch die Nase voll davon. Was die Gewerbegebiete, also was die Wohngebiete hier anging. So, ach, die sind schon. Okay, alles klar. Sind schon alle. Okay, wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Bäume-Trick rein. Bäume, Bäume, Bäume. Und ich sehe auch gerade, dass wir wenig Einwohnernachfrage haben, ne? Ja, doch, geht eigentlich. Geht eigentlich. Okay. Wir haben halt die Gewerbenachfrage jetzt mal gedeckelt, beziehungsweise befriedigt. Ich weiß, das hört sich komisch an, aber ist es so? Müssten sogar noch mehr Gewerbegebiete jetzt aufbauen. Ja, dann würde ich doch vorschlagen. Machen wir das doch einfach mal. Ich meine, das sieht schon mal schick aus hier, ne? HK Gateway Tower 6. So. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, machen wir hier ein großes Gewerbegebiet draus. So, 4x4. So. Dann machen wir jetzt hier schön weiter, würde ich sagen. So, dann lassen wir uns nicht lange von diesen Problemen ja, leiten, sondern suchen einfach das Heil im Angriff, beziehungsweise im Aufbau. Jawohl. So ist es ja immer schon gewesen, ne, bei SimCity 4. Ja, und somit haben wir das Problem gelöst, indem wir es nicht gelöst haben, sondern einfach, ja, Gewerbegebiete drüber gebügelt, nicht wahr? Ich meine, die Nachfrage dafür ist ja da. Warum soll man die dann nicht bedienen? Na? Ihr seht es ja, es kommt ja gut an. Das Gewerbegebiet. Es ist ja schon zugebaut. Es ist ja schon zugebaut worden. So, Freunde, alles klar, machen wir hier nochmal. Und ja, es tut mir leid, dass am Dienstag in dieser Woche keine SimCity 4-Folge gekommen ist, aber wie gesagt, ich war krank. Diesmal, also es ist wirklich so, das ist keine Ausrede, ich war wirklich krank. Das war ziemlich schlimm sogar. Und naja, krank Let's Playen ist nicht geil, muss man tatsächlich sagen. Ich bin auch noch nicht komplett wieder fit. Das hört man vielleicht an meiner Stimme. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt dennoch weitermachen können. Und genau. Freue mich einfach drauf, so wie es hier endlich weitergehen wird.
So, einmal hier eine Monorail für euch hier unten. Genau, und da kommen sie doch schon wieder hier, die Jobs. Sehr gut, Freunde. Ah, das passt sehr gut. Wir müssen nur gucken, dass wir hier ein bisschen... Wie kann denn ein Gewerbegebiet durch lange Pendelstrecken verlassen sein? Also das verstehe ich gerade echt nicht. Sorry, dann reißt es halt ab. Mein Gott. Denk mal, wir müssen auch hier nochmal ein paar Bäumchen aufstellen. Und wir brauchen noch mehr Jobs, ne? Weil wir haben noch die 2 Millionen Einwohner. Aber hier leider immer noch 200.000 zu wenig. Also irgendwie brauchen wir hier viel mehr Jobs. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Das kann ich bewerkstelligen. Jobs ist kein Problem. So. Oh ja, da kommen sie. Da kommen sie schon. So, perfekt hier. Alles klar, dann verbinden wir euch mal damit. So. Und, genau. Das wollte ich nicht. Warum machst du das denn so? Du blöde KI. Ja, Freunde, freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat, natürlich, bei SimCity 4. Wie es hier Schritt für Schritt weitergeht. So. Schön mit der U-Bahn verbinden. Ja. Ist klar. Und, ja. Wir bauen uns einfach neue Jobs auf. Zack, zack hier. So. Ja, und die Einwohner, die wollen halt natürlich nicht zu weit zur Arbeit fahren, ne? Deswegen. Ja, brauchen wir hier eigentlich noch mehr Jobs, aber. Ist jetzt die Frage hier hinten. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir das mal zu hier. Mach die Straße mal weiter. Dann machen wir hier tatsächlich ein riesiges Gewerbegebiet hin. Wobei habt ihr denn alles, was ihr braucht? Habt ihr Polizei noch? Ach ja, habt ihr, ne? Sehr gut, ihr habt alles. Dann können wir doch hier direkt weitermachen, Freunde. Können wir direkt weitermachen und das Gewerbegebiet hier ausbauen. So. Sehr schön. Geht hier hinten noch eine Monorail hin. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass es euch gut geht soweit. Dass es euch besser geht wie mir die letzte Woche. Das war wirklich schlimm. Also, boah. Es war am Ende tatsächlich eine Grippe. Aber was für eine. Ne, das war schon echt übelst krass, was... Übelst krass. Also ich habe wirklich eine Woche lang im Bett gelegen. Und das war wirklich nicht zum Spaßen. Und deswegen habe ich auch später die Kommentare beantwortet und alles, weil es einfach so krass war. Na, da musste ich einfach mal eine Pause machen. Und ich finde es geil, wie es manchmal die Monorails zerreißt. Wenn ich da grüne Fläche reinbaue, das ist wirklich krass. So. Okay, dann machen wir nochmal hier die Monorail-Verbindung. Wie gesagt, Freunde, wünsche ich keinem so eine Krankheit. Also das ist wirklich unglaublich krass gewesen, ja. wünsche ich niemandem. So, dann machen wir mal weiter. Aber Ende gut, alles gut, ich bin wieder da. Ja. Schritt für Schritt kriegen wir das hin. So. Ja, das ärgert mich ein bisschen, dass ihr hier keine Hochhäuser hinbaut. Was ist denn los mit euch? Oh, keine Nachfrage dafür. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Streikt ihr noch? Ja, ja, okay. Wir machen das so. Auf der anderen Seite, krass. Ach, guckt mal, so viel haben wir gar nicht mehr aufzubauen, ne? Guckt mal, so viel ist das wirklich nicht mehr. Ist jetzt wirklich nur noch hier der... Der Bereich hier unten, oh mein Gott. So viel ist es nicht mehr. Aber gut, ja gut, wir haben natürlich noch unglaublich viel zu tun. Aber, ihr wisst, was ich meine. Ja.
So, wir müssten eigentlich mal so machen, genau, damit wir nicht zu viel Geld verlieren. Okay. Dann machen wir das mal so, das mal so. Dann sind wir schon echt weit fortgeschritten, muss man ja sagen. Also. Gut, aber es steht als nächstes jetzt hier tatsächlich ein Wohngebiet an, so wie ich das sehe. Dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Wohngebiet, alles klar. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, perfekt hier. Aber ich glaube, wir müssen das so rum machen. Mit der Straße, genau. Und, weil in die Mitte müssen Einrichtungen. Leider wieder Einrichtungen. Ja, es kostet zwar viel Geld, ja. Aber, wie gesagt, es muss sein, leider. Vor allem die Bildung, die kostet halt. Aber da wir die ja so weit runtergeschraubt haben, eigentlich ja nicht. Ne, wenn ihr euch das mal so anguckt, die Kosten, die sind noch relativ angenehm. Muss man da tatsächlich sagen. Also die Bildungskosten habe ich schon schlimmer gesehen, ganz ehrlich. So, einmal städtische Hochschule, muss da auch noch mit hier rein. So, wunderbar. Und dann können wir den Rest, ja, mit Wohngebieten voll klatschen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Aber bevor wir das tun, machen wir das erstmal so. Monorail schön aufbauen hier. Und alles natürlich schön miteinander verbinden. Wir machen hier auch noch mal eine Allee draus, damit wir da schön die Albertstraße jawohl rüberziehen können. Sehr gut. So. Ja, sehr schön. Alles klar. Das heißt, wir können hier Bus. Da ist eine Verbindung. Machen wir mal hier was rein. Hier unten was rein. Und da oben. Genau. So, gut. Wir ziehen nämlich gleich nochmal, würde ich sagen, eine Straße hierher. Eine normale Landstraße, genau. Stellen eine U-Bahn-Verbindung her. Verbinden das schön mit euch da oben. Und wenn wir dann hier durch sind, dann können wir ja uns endlich die Wohngebiete erstellen. U-Bahn-Netz sollte so erstmal passen. Gut. Dann machen wir das. Zack, 4x4. 4x4. 3x3. Aber am besten nicht. Verdammt. Ich krieg's nicht hin. Wartet mal. Ich will die nicht, dass die. Ach komm, ist jetzt egal. Alles egal, dann habt ihr Pech gehabt. So, dann machen wir hier weiter. 4x4. So, habt ihr Wasser? Ist jetzt die Frage, ihr habt kein Wasser. Oh. Ah ja, stimmt, okay. Da ist tatsächlich ein Loch drin. So. Ich meine, die Nachfrage haben wir ja. Ne? Die Nachfrage ist ja da. So, dann gucken wir doch mal. Genau, da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. So, wunderbar, ja. Aber warum die jetzt da keine Straßenanbindung haben, warum das nicht zählt, weiß ich gerade nicht. So. Okay, das heißt, wir müssen das hier dann nochmal wegmachen. So. Und dann nochmal gucken. Das war das irgendwie. Ne, er macht es mal dahin. Ach, guck mal, da streiken sie schon. Oh Mann. Wer streikt denn hier? Die Grundschule, denke ich mal. Oder? Nee, nee. Ah, die Hochschule, oha. Oha, was soll das denn? Krass. Ach Mann, das ist immer so blöd hier, dass das. Dass das sich nicht. Ah, jetzt, okay.
So geht's, Freunde. So geht's. Jawohl, da kommen sie doch schon wieder hier. Schicken Hochhäuser, Mensch. So. So, wunderbar. Das heißt, einmal schön den Bäumetrick machen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein zweites Gebiet wie da oben wird. Aber die bauen auch Jobs auf. Ja, finde ich gut. Damit die Leute auch direkt in den Jobs arbeiten können. Jawohl, Freunde, schaut euch das an. Was da alles an Jobs auch nachkommt. Richtig geil. So, dann einmal so. Jawohl. Sehr nice. So, alles klar, hier Bäume. Bäume-Trick. Und dann hier nochmal schön Jobs bitte bereitstellen. Na gut, das sind ja auch ordentlich 21.000. Oha, ja. Tatsächlich. Arbeiter 0. Ich komme von voll weit weg. Warum? Warum? Was zur. Ja, gut, aber. Auto, Auto. Die kommen auch von voll weit weg. Was soll denn. Ja, gut. Hier unten, die machen halt wieder. Nix, ne? Es ist irgendwie. Oder müssen die. Ah, jetzt haben wir das Problem einfach. Ja. Toll, ne? Jetzt haben wir das Problem einfach nur verschoben. Die Leute haben keinen Bock, sich bilden zu lassen, um dann sich neue Jobs zu suchen. Das gibt's ja nicht. Aber ich speichere das trotzdem mal ab. Mensch, nochmal, was ist denn hier los mit euch? Wirklich. Ich würde mal. Ach, das Speichern dauert aber mittlerweile echt lange. So. Die Nachfrage ist da, ne? Das ist es halt. Die Nachfrage ist ja da. Und die Bildung, ja, Müssen wir aber ein bisschen abwarten, tatsächlich. Meine, wir haben ja hier oben. Warum geht ihr nicht arbeiten, die neuen Leute? Das verstehe ich wirklich nicht. Mach mal weiter den Bäumetrick, bitte. Ah, es entstehen auch keine Jobs irgendwie mehr, ne, wenn man einen Bäumetrick da macht. Ja, doch, okay, doch, doch, alles klar. Ich hoffe mal, dass die. Warum? Ja, hier oben, aber Pendler 0. Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Ah, jetzt. Nach da ganz oben fahren. Okay, aber das ist okay. Das ist okay, wisst ihr? Das ist in Ordnung. Guck nochmal die Bildung. Ja, bleibt rot irgendwie. Kein Plan. Keine Idee, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, das dauert ja auch einfach, ne? Gut, wir haben. Nur Nachfrage nach reichen Leuten, okay. Das heißt, ich würde aber auch dann hier auch mal neue Jobs erstellen. Und mach mal bitte statt kleiner Grünflächen, mach mal bitte kleine Plazas. Und mal gucken, ob die mehr bringen. So. Das sind mittlere. Okay. Wo kommt ihr her? Die Arbeiter? Null. Okay. Arbeiter null, ja. Auch von da oben. Ja, toll. Alle arbeitslos. Jetzt haben wir hier dasselbe Problem wieder, ne? Mit der Bildung. Das ist echt merkwürdig. Aber okay, nö, dann wollt ihr keine Wohngebiete haben. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das einfach anders, ganz ehrlich. Dann machen wir da einfach Jobs draus jetzt. Ich meine, man hat's ja, ne? Man kann ja Jobs draus machen, ist ja kein Problem. So. Dann habt ihr halt Pech gehabt.
Dann kriegt er halt auch keine Schulen mehr hierhin. Aber die Polizei muss stehen bleiben. Polizei muss stehen bleiben. Ja, dann. Dann wollt ihr nicht. Dann ist okay. 4x4, 4x4. So. Machen wir halt weitere Jobs hier hin. Ich meine. Die Hochschule lasse ich stehen, weil die scheinbar gebraucht wird. Schau ich das an. Okay. Gut. Dann mach Gewerbe draus. So. Ja, wunderbar. Schaut euch das an. Sind zwar keine Hochhäuser, aber besser als nix. Das sage ich jetzt wirklich. Besser als nix und wir brauchen Wasser aus der Nachbarstadt. Nachbarschaftshandel. Wasserkaufrate. Oh, wir müssen wieder... Okay. Wir müssen wieder rüber in die Nachbarstadt, Freunde. Alles klar. Aber wie sieht es denn jetzt mit den Jobs aus, die wir da... Reicht das mittlerweile? Nö, es reicht über noch bei weitem nicht. Okay. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal in die Nachbarstadt. Und, ja, es gibt nämlich eine Methode, irgendwie war jetzt in der Nachbarstadt. Warte, guck mal da oben, da sind schon verlassene Gebäude wegen Wasser. Oh mein Gott. Es gibt eine Methode, wie man Zeit sparen kann in der Nachbarstadt. Und zwar, indem man sich Geld, was man hier ausgibt, ercheatet. Tatsächlich, ne? Aber ich müsste mal... Ich weiß leider gerade nicht, wie das Cheat-Fenster aufgeht. So ehrlich bin ich dann noch, ne? Tatsächlich. Wie geht das Cheat-Fenster hier nochmal auf? Wartet mal. Ich guck das gerade mal. Weil man kann sich tatsächlich mit einem bestimmten Code kann man sich Geld ercheaten, damit man hier in der Nachbarstadt nicht zu lange warten muss. Wie ging das denn jetzt nochmal? Also auf jeden Fall... Nee. Hä? Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... nee, das ist es nicht. Das ist Steam gewesen. Dumme Frage, ne? Wo kann man denn hier... Ja gut, ich meine, wir haben ja jetzt genug, ne? Wenn wir uns das mal anschauen. Wir haben jetzt genug Geld. Durch die Warterei einfach. Aber wenn ihr wisst, wo der das Cheat-Fenster hier ist, dann lasst es mich wissen, bitte. Weil dann, dann binde ich das ein, dann sparen wir uns die Zeit einfach. So, aber wir verkaufen jetzt erstmal im Nachbarschaftshandel Wasser. Ein Balken hoch, genau, für unsere Hauptstadt. Und dann brauchen wir noch Müllabfuhr. Müllkraftwerke. So. Zack, zack, zack hier. Und Nachbarschaftshandel, Müll. Ja, schaut euch das an. Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal weiter. Und bauen weitere Müllkraftwerke. Oh. Oh, okay. Müll importieren. Und dann Energie nochmal verkaufen. Damit wir hier, wie jetzt? Ah, wir müssen mehr Wasser verkaufen. Okay. Naja, wobei, warte. Nee, das passt ja so. Okay. Gut, dann. Das heißt aber auch, dass wir den neuen Müll, der in der Stadt entsteht, schon exportieren. Und dass wir jetzt eigentlich dieses Wasserproblem auch gelöst haben. Und genau, eigentlich ja, normale Nachfrage jetzt wieder generieren. Ja, guckt euch das an, da kommt wieder was. Kommen wieder Gebäude hoch hier. Ja, die sind natürlich leider alle verlassen. Wie aufgrund Wassermangels. Ich glaube, die muss man auch abreißen tatsächlich, oder? Ah, nee. Die werden wieder benutzt. Okay. Ja, schaut euch das an. Der Nachbarschaftshandel ist schon übel. Ne?
Ist schon übel, aber die Energie werde ich jetzt auch erstmal nicht kaufen. So. Dann müssen wir einfach. Ja, guckt euch das an. Gewerbenachfrage ist wieder voll da. Und wir sind bei 2,1 Millionen Einwohnern. Wir warten einfach mal ab, würde ich sagen. Wir haben Nachfrage nur nach Reichen. Ist erstmal okay. Ist erstmal in Ordnung. Mittleres Gewerbegebiet. Braun und Söhne. Das hört sich interessant an. So, okay. Was heißt, die werden wieder benutzt? Wartet mal. Das hier wird doch dann wieder aufgrund von. Ach nee, dann müssen die weg, leider. Sorry. Dann müssen die leider weg. So. Wenn die aufgrund Wassermangels verlassen sind, dann ist das leider so. Gut, aber die werden ja direkt nachgebaut, ne? So, kann man jetzt hier vielleicht mal ein bisschen Bauhäuser machen? Oder was ist hier los? So, haben wir hier auf der anderen Seite noch ein bisschen was an verlassenen Gebäuden oder? Nö, das läuft. Das läuft, okay. Alles klar, dann brauchen wir nach wie vor mehr Jobs, ne? Wir brauchen nach wie vor mehr Jobs, ja. Und ich würde die Kosten gehen aber auch nicht runter, ne? Also die Bildung muss ich da schon echt richtig runter machen. Ja, damit wir die Kosten irgendwie in den Griff kriegen. Gut, aber ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier weiter. An dieser Seite. Und zwar genau, indem wir hier Gewerbegebiete hochziehen. Ah. Machen wir es mal einmal so, genau. Wunderbar. Und ja, weil Feuerwehr braucht ihr noch, ne? Ihr braucht noch eine Feuerwehr hier, genau. Jawohl. Und dann können wir weitermachen. So. Ah, verdammt. Wartet mal gerade. Ich denke mal, wir müssen hier das dann so machen. Genau. So und so, genau. Und nun ist der Weg frei für neue Jobs. Sehr schön. Da kommen auch direkt Hochhäuser, finde ich super. Naja, was heißt Hochhäuser? Kleinere Hochhäuser. Aber besser als gar nichts. Auf jeden Fall. Und, ja, ich habe die Bildung jetzt extrem runtergeschraubt, ne? Ihr habt's gesehen. Aber irgendwie muss man ja finanziell mal wieder auf den grünen Ast kommen, nicht wahr? So, ich hätte gerne hier irgendwo eine Verbindung. Geht aber nirgendwo. Verdammt. Schade. Ah, wartet mal. Ah, ne, das ist nur unten gewesen. Na gut, alles klar. Dann machen wir weiter. Gott, oh Gott, oh, wir sind schon bei Minute 28. Es ist krass. So, wir machen das dann einmal so. Genau, so, ja, so passt das doch. Haben wir ausnahmsweise mal eine Auffahrt. So. Dann machen wir hier das so hin. Ganz genau so. Und dann einmal so verbinden. Scheiße, es geht nicht. Verdammt, das geht nicht. Ja, das liegt aber hier dran. So. Wir machen es so. Ganz genau. Alles klärchen. Dann voll mit Gewerbegebieten noch nachziehen. Dann machen wir das mal so 4x4, 3x3.
Weil man will ja auch noch in der Mitte ein paar, ja, Bus- und U-Bahn-Verbindungen haben, ne? Deswegen, jawohl. Machen wir das so. Gut, haben wir hier Bushaltestelle U-Bahn. Bushaltestelle U-Bahn. Hier unten noch. So, sehr gut. Ah, wir sind am Folgenende angekommen, aber das Gebiet mache ich jetzt noch fertig hier. Weil man will ja auch ein bisschen Fortschritt haben, ne? Und nicht nur Problembekämpfung. So, machen wir da einmal hier hin. Zack, zack, zack. So macht das Spaß, Freunde. So macht das Spaß, das SimCity 4. So, dann machen wir hier noch ein paar, ja, ein paar kleine Plazas rein. Wo ich mir immer noch nicht über den Effekt ganz im Klaren bin, ob das wirklich ein großer Effekt ist. Weil ihr seht's, ne, die kommen trotzdem nicht. Die kommen nur, wenn man das so macht. So, aber sie kommen. So. Machen wir hier noch kurz euch eine Monorail-Station hin hier. So. Und genau, noch einmal den Bäumetrick. Da kommen sie. Wunderbar. Einmal noch Bäume, 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 Bäume. Na, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen krank. Schlecht ausgebildete Sims unterzeichnet wird XXX. Ja, es tut mir leid, Freunde. Es ist halt die Finanzsituation. Die Finanzsituation ist halt gerade irgendwie kacke. Dann machen wir euch mal nochmal so, genau. Dann beschwert ihr euch nicht mehr so. Und genau, gucken wir es nochmal ganz kurz. Wir sind immer noch nicht. Ah, kommt, dann bauen wir hier nochmal schnell was zu. So. Einfach drauf losbauen. Ich meine, wir haben es ja. So. Nochmal hier eine Monorail-Station gleich hin, beziehungsweise eine Bushaltestelle U-Bahn. Hier unten einfach. Und dann hier. Zack, zack. So. Und dann hoffe ich mal, dass das sich mal ein bisschen entwickelt hier. Das kann ja nicht sein. Kann ja echt nicht sein hier. So. Beziehungsweise, dass die Gewerbeflächen immer weniger sind als die Wohnungen. Das finde ich extrem krass. Ja, wenn man sich das im Zensus anschaut. So. Wasser habt ihr? Müssen wir auch noch mal gucken, ne? Ob die Wasser haben alle. Ja, haben sie. Sehr gut. Aber noch mal Bäume. Bäume, Trick. Aber da passiert nichts. Gut, da müssen wir tatsächlich in der nächsten Folge mal rumgucken. Ja, wobei, da kommen ja Jobs, ne? Da kommen ja Jobs. 900, ja. Es sind zwar keine Hochhäuser, aber es kommen ja Jobs dazu. So, und das, die Kosten, die, ja. Ist jetzt die Frage. Machen wir den, nee. Gesundheit und Bildung. Wir müssen noch mal ein bisschen was runtergehen, tatsächlich. Es tut mir leid, Leute. Aber irgendwie stellt sich das gerade als sehr teuer dar. Ja, unsere Hauptstadt. Da wird wieder gestreikt. Ja, ist klar. Ist klar, ne? So. Ah, ihr seid aber auf der anderen Seite. Ja. Schlecht und schlecht ausgebildete Sims. Ja, es tut mir leid, aber irgendwie.
Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ich weiß auch nicht, was die Finanzen angeht. Na, die Bildung sollte eigentlich auch tatsächlich so bleiben, ne? Wir sind 17.000 Edebisen, 19.000. Und irgendwie weiß ich gerade auch nicht weiter. Aber, ja, ich denke mal, das kriegen wir schon. Leben wir einfach. Wartet mal, vielleicht. Ja, wobei, hier sind sie ja auch. Boah, Freunde. Was ist denn hier los? Ja gut, oder wir machen einfach in der nächsten Folge den Vorort, den wir hier machen wollten. Genau, das ist doch ein guter Plan. Dann machen wir da beim nächsten Mal mit dem Vorort weiter, um hier mal ein bisschen mehr Nachfrage zu generieren. Genau. Weil es kann ja nicht sein, dass wir so wenig Jobnachfrage haben. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, jo. Ich meine, wir haben ja so ein Viertel ungefähr. Wir haben jetzt noch ein Viertel, ja. Oder ein Drittel? Ein Drittel, ein Viertel, irgendwie so. Gut, Freunde, würde ich sagen, ja, machen wir in der nächsten Folge den Vorort. Und ich meine, wir haben ja jetzt den Platz dazu. Und dann würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.